Meister Vogel um seine Tagesordnungspunkte ersuchen. Danke. Bevor ich zu meinen Tagesordnungspunkten komme, darf ich seitens des Feuerwehrreferents, seitens der Freiwilligen Feuerwehr mich bedanken bei allen Fraktionen hier für die unkomplizierte Unterstützung des Ankaufes der Regenjacken. Ich glaube, es ist ein wichtiger Beitrag, wie wir gesehen haben, auch für die Zukunft. Ich habe zwei Anträge hier. Das eine ist, wir müssen die Aufbereitung, das ist das Material, das wir durch die Aufbereitung der Straßen haben, des Betonabbruches, welches wir derzeit neben der Mülldeponie lagern, diesen Lagerplatz räumen. Dafür brauchen wir Kosten, entstehen Kosten von 68.100 Euro und ich ersuche um Freigabe dieser Mittel. Wortmeldung dazu vor. Wir kommen daher zur Abstimmung. Wer dafür ist, bitte ein Zeichen mit der Hand. Gegenstimme, Stimmenthaltung, das ist nicht der Fall, somit wurde der Antrag einstimmig angenommen. Wir sind bei deinem nächsten Tagesordnungspunkt, das ist der Antrag von Grünen und Neos an den Gemeinderat, Thema kühler Stadtplatz, Pflanzung von richtigen Bäumen. Dazu gibt es auch einen Abänderungsantrag, der mir vorliegt, möchte aber beginnend mit diesem Antrag eine Grundsatzerklärung von hier abgeben. Aus der heutigen Tagesordnung, auf der heutigen Tagesordnung, wie Sie sehen können, befinden sich gleich fünf Anträge, der Grünen, die jeweils von Piet Freises und Michaela Frech unterstützt werden. Und wenn man sich die Inhalte ansieht, wird aus den politisch Unbedarftesten, glaube ich, sofort klar, dass alle diese Anträge parteipolitisch motiviert sind und der Gemeinderatswahl am 26. September geschuldet sind. Die SPÖ-Fraktion, die FPÖ-Fraktion und die ÖVP-Fraktion sind übereinstimmend der Auffassung, dass hier versucht wird, die letzte Gemeinderatssitzung in dieser Funktionsperiode dazu zu nutzen, um bestimmte Themen parteipolitisch zu instrumentalisieren. Und sowohl SPÖ, FPÖ als auch ÖVP sind der Meinung, dass alle Parteien und wahlwerbenden Gruppierungen ausreichend Möglichkeiten haben, den Wählerinnen und Wählern ihre Vorstellungen und Zielsetzungen näher zu bringen, ohne eine Gemeinderatssitzung, die eineinhalb Wochen vor der Wahl stattfindet, mit Anträgen zu überfrachten. Parteipolitisch bzw. wahltaktisch motivierte Anträge im Gemeinderat sind zwar legitim, aus Sicht von SPÖ, FPÖ und ÖVP aber mehr als entbehrlich. Und nicht zuletzt stellt sich schon auch bei einigen dieser Anträge die Grundsatzfrage, ob der aktuelle Gemeinderat noch Beschlüsse fassen soll, die den nach dem 26. September neu zu bildenden Steirer Gemeinderat präjudizieren. Aus den genannten Gründen wird es von den Mandatarinnen und Mandataren von SPÖ, FPÖ und ÖVP zu diesen fünf Anträgen keine Diskussionsbeiträge geben, sondern lediglich abgestimmt werden. Herr Referent, ich ersuche dich, deinen Punkt vorzutragen, beziehungsweise die Grünen ihren Antrag einzubringen. Ich darf diesen Abänderungsantrag einbringen. Der bezieht sich darauf, dass wir die Magistratsdirektion beauftragen, zum einen einmal die Kosten zu erheben für die Pflanzung von Bäumen, die Möglichkeit, die technische, wo solche überhaupt sein könnten, zu erheben, die Bauabt, also zum dritten auch die Altstadterhaltung aufzufordern, eine Stellungnahme abzugeben, wie aus Sicht der Altstadterhaltung hier das Pflanzen von Bäumen bewertet wird, und zum vierten diese Arbeitsgruppe Klimaschutz, die ja diesen Vorschlag für die Wanderbäume gebracht haben, die Ergebnisse nochmal zu präsentieren, warum man auf Wanderbäume gekommen ist und nicht auf fix installierte Bäume. Können Sie in der Wort den Antrag zerstören, bitte? Euren Antrag? Das war der Abänderungsantrag. Bitte? Wir nehmen ihn beide in Diskussion. Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, meine Damen und Herren, an den Zusehergeräten. Ich war jetzt ein bisschen überrascht, auch nach dem horoskoporientierten Vorwort zur Sitzung, wie das beurteilt wird, wenn doch immerhin drei hier vertretene Parteien wieso drei? Okay, zweieinhalb, egal. Also die Grünen, die Neos und die Kollegin Michaela Frech, die jetzt aus eigener Liste kandidiert, hier zu einem Thema, das man, ich halte andere Themen auch für wichtig, wie was zur aktuellen Stunde eingebracht wurde, die Pflege. Aber Klima und wie es mit dem Klima weitergeht, ist mindestens so wichtig oder gleichwertig. Und das so abzutun als etwas, was nur jetzt wahltaktisch, parteipolitisch
motiviert wäre, also da bin ich sprachlos, muss ich sagen. Wir haben einige Anträge hier eingebracht, die in einem Zusammenhang stehen und jetzt aus der Systematik der Tagesordnung in einem Ungleichgewicht stehen. Und hier muss man kurz erklären, wie das im Zusammenhang aussieht. Wir haben, und das wird bei Tagesordnungspunkt 12 kommen, eine Grundsatzerklärung zur Klimakrise. Was bedeutet das für Steyr und für die Stadt Steyr als Gemeindeorganisation? Was gibt es hier grundsätzlich zu überlegen und welche Maßnahmen sind hier aus unserer Sicht sinnvoll? Ich kann mir gar nicht vorstellen, und wer es gelesen hat, wird das auch feststellen können, dass ein neuer Gemeinderat das wesentlich anders sehen könnte, was hier ansteht. Der nächste Punkt unserer Systematik her ist ein Antrag zur klimagerechten Raumordnung, wo es darum geht, die Instrumente, die es in der Raumordnung gibt, konsequent zu nutzen, um Klimaschutz und Klimaanpassung zu betreiben. Als dritten Punkt dann schon noch konkreter in der Ausformulierung des Antrages schlagen wir vor, eine Evaluierung der Westspange, des Projekts Westspange unter diesem Eindruck, den wir diesen Sommer haben, von des neuen Berichts des Internationalen Komitees für Klima. Jetzt fällt mir das nicht, der IPCC ist eben die Abkürzung des Klimarates. Danke, Herr Kollege. Freut mich besonders, wenn das Wissen aus Ihrer Richtung hier dazu kommt. Und als konkretesten Antrag, der vielleicht im gesamten Zusammenhang eine Kleinigkeit betrifft, aber etwas, was sehr anschaulich ist und als Symbol einerseits, aber durchaus auch mit praktischem Wert zu sehen ist, das ist dieser Antrag betreffend Pflanzung eines richtigen Baumes, also im Boden des Stadtplatzes, um hier einen Platz in Steyr, der auch, wir merken es immer wieder, wenn wir an heißen Tagen auf den Stadtplatz gehen, der hier auch von der Erwärmung schon durchaus sehr betroffen ist, um hier ein Zeichen zu setzen und eine Erleichterung für die Leute, die sich in dessen Schatten erholen können sollen. Ja, und dieser letzte Antrag ist jetzt der erste zur Abstimmung, wobei wir von den Grünen her nach Kenntnisnahme des Abänderungsantrages mit dem durchaus mitkönnen. Also die Abänderungsvorschläge, die hier drin sind, halten wir durchaus für sinnvoll und vertretbar und wir werden dem Abänderungsantrag zustimmen. Dankeschön. Nächster zu Wort gemeldeter Kollege Freises. Bitte, Herr Gemeinderat. Sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, also zunächst einmal zu dem Punkt, dass Sie die SPÖ, FPÖ, ÖVP da dem demokratischen Diskurs entschlägt, also das ist aus meiner Sicht skandalös. Zuerst positioniert man sie da als in der aktuellen Stunde mit einem allgemein bekannten, zum Großteil bundespolitischen Problem. Kann man natürlich jetzt sie wunderbar abputzen, weil, wie gesagt, die Stadt da wirklich nichts dafür kann, dass die Pflegefinanzierung in der Luft hängt. Also das Problem besteht natürlich, dass wir einen in Abrede stellen, aber das wird da breitmächtig diskutiert und also das ist aus meiner Sicht eben Wahlkampfgetöse, damit man sich da vor die Wählerinnen und Wähler nur vor der Wahl als die Guten positioniert. Und dann bei den aktuellen Themen, die was da eingebracht werden, die ja wirklich einen aktuellen Bezug haben, da entschlagt man sich den Wortmeldungen und sagt, nein, das ist nur Wahlkampf und da will man nicht diskutieren. Ich meine, das ist ja wohl einfach nur fadenscheinig und im Endeffekt können da alle Wählerinnen und Wähler, die da jetzt zuschauen, das schon als Warnsignal nehmen, weil man hört ja gerade aus SPÖ-Kreisen immer, dass da in Richtung Machtausbau, wenn geliebäugelt wird, vielleicht sogar in Richtung absolute das ist genau die Politik, die was man dann erwarten kann. Und von dem her sei jeder gewarnt, der was da in die Richtung überlegt, die Opposition, die wird dann nichts mehr zu melden haben. Im besten Fall, wie gesagt, kann man jetzt seine Meinungen da
positionieren im Gemeinderat, aber es wird halt dann genau das passieren, was die SPÖ will. Und ja, wie gesagt, also ich sehe das extrem kritisch und auch fadenscheinig, wie gesagt, von dem her hat das ja meine absolute Kritik. Zum Tagesordnungspunkt an sich, dass wir da jetzt zur Sache kommen, also es ist den Abänderungsantrag, dem kann ich zustimmen. Es ist allgemein bekannt, dass man da, wo es belebt ist, wo es begrünt ist, wo es bepflanzt ist, dass da das Klima, das Stadtklima angenehmer ist, dass man sich da als Bürgerin, als Bürger logischerweise lieber aufhält. Das heißt, da geht es natürlich stark um Lebensqualität zum Anpunkt. Zum anderen geht es natürlich auch um das Klima. Jede Ebene, jede politische Ebene muss seinen Beitrag leisten. Auch die Kommunalebene und Bäume pflanzen geht natürlich ganz stark in die Richtung, also ebenfalls zu begrüßen. Und gerade im Punkto Stadtplatz aus meiner Sicht natürlich geht es auch ganz stark um den Wirtschaftsstandort Stadtplatz. Wenn man dann mit 35 Grad im Sommer in der Hitze sitzt, ist das natürlich nicht gerade angenehm und da ist es dann natürlich schon ein Beitrag, dass da ein Schatten ist, dass man als Besucherin, als Besucher sich da sozusagen ein wenig Abkühlung verschaffen kann. Das ist dann eben freigestellt, aber auch im Süden, also gerade im Süden, wenn man sich da anschaut, was da Klimaanlagen und so weiter verbaut sind, ich meine, das ist eher ein Szenario, wo wir uns nicht unbedingt hinbewegen wollen. Der Punkt ist auf jeden Fall, im Schatten sitzen ist deutlich angenehmer als wie in der prallen Sonne, wenn es runterklärt, gerade auch für ältere Mitbürgerinnen und Bürger natürlich, wo ja das Thema ist, der Stadtplatz muss für alle zugänglich sein und unterm Strich ist das aus meiner Sicht ein Frequenzbringer für den Stadtplatz. Also wenn man sich da gern aufhält, wenn es da lebendig ist, dann geht man da gern hin. Das ist gut für die Geschäftsleute, das ist gut, dass die Innenstadt belebt ist. Und von dem her, wie gesagt, hat der Antrag zum einen sowieso mehr Unterstützung und natürlich jetzt einmal Zustimmung. Danke. Zu Wort gemeldet die Frau Magistra Frech. Bitte, Michaela. Geschätztes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Geschätzter Herr Bürgermeister, ich wollte dich nicht nerven und habe deshalb keinen Zwischenruf gemacht. Ich hätte einen machen können zur Berichtigung. Du hast nämlich behauptet, dass das jetzt 5 Anträge sind, die von Grünen, Neos und Gemeinderätin Frech unterzeichnet werden. Es sind 3 und nicht 5. Und deshalb ja, würde ich dich schon bitten, zumindest diese Genauigkeit an den Tag zu legen. Da geht es nicht um Punkt oder Beistrich. Dieser Antrag zum Beispiel ist einer, wie man sieht aus der Tagesordnung, Antrag von Grünen und Neos. Er hat nicht meine Unterschrift getragen als Unterstützung, aus dem einfachen Grund, weil in diesem Antrag eben drinnen gestanden ist, dass man die Pflanzung von großkronigen Bäumen auf dem Stadtplatz fachkundig planen und möglichst bald durchführen lassen soll. Und ich bin ein Freund, eine Freundin dessen, dass man sich Dinge genau anschaut, wie hat das funktioniert, was jetzt da ist, macht das überhaupt Sinn, hier wieder Bäume zu pflanzen, und aus diesem Grund habe ich hier nicht unterschrieben. Freue mich aber sehr über den Abänderungsantrag, der hier jetzt gekommen ist von der SPÖ, weil den hätte ich durchaus so unterstützt, und insofern muss man ja froh sein, dass das so ist, weil hätten wir oder hätte in diesem Fall eben die Grünen und die Neos diesen Antrag nicht eingebracht, ja, dann hätte es das heute gar nicht gegeben, dass man evaluiert, wie schaut denn das aus, macht das jetzt Sinn mit den Wanderbäumen, wo wir gemerkt haben, dass das eben nicht so ganz unproblematisch ist. Und darum finde ich das total gut, dass man sich anschaut, wie schaut das aus seitens der Altstadterhaltung, der Kommunalbetriebe etc. Aber einen Punkt hätte ich bitte gerne noch. Der fehlt mir und den stelle ich hiermit als Ergänzung dieses Abänderungsantrages. Ich glaube auch nicht, dass man das jetzt großformal braucht. Das heißt, ich vertraue soweit noch immer, ja, auch wenn es manchmal wundert, dass das dann gemacht wird, nämlich dass die Stadtgärtnerei ebenfalls eine Stellungnahme abgibt, welche Bäume hierfür geeignet sind. Weil ich denke mir, das sind jene, die die Expertinnen und Experten bilden, wenn es darum geht, was ist überhaupt tatsächlich möglich. Und ich würde bitten, diesen Punkt als Punkt 5 dazu zu geben. Die Stadtgärtnerei gibt eine Stellungnahme ab, welche Bäume geeignet sind, um sie hier auch wirklich auf dem Stadtplatz aufstellen zu können. Und natürlich auch, aber davon gehe ich aus, dass man evaluiert, wie das jetzt mit den Wanderbäumen tatsächlich funktioniert. Also in Form dieses Abänderungsantrages mit der Ergänzung hat dieser Antrag selbstverständlich meine Zustimmung.
Danke. Ich berichtige somit, dass bei diesen von mir 5 angesprochenen Anträgen die Frau Kollegin Frech nur 3-mal mit unterschrieben hat. Es tut mir leid. Ich habe mir gedacht, das ist Automatismus gewesen. Ich habe es mal angesessen und gesagt, unterschreiben, unterschreiben, unterschreiben. Es tut mir leid, ich hätte es lesen müssen. Eine Unterschrift ist nur auf 3 Anträgen. Wie dieser Zwischensatz, dass irgendwer festgestellt hat, dass das mit den Wanderbäumen nicht funktioniert. Das weiß ich jetzt nicht, wer das festgestellt hat, weil die Wanderbäume meines Erachtens gut funktionieren. Möchte auch nur zur Klarstellung sagen, wir fragen alle, lassen alle jetzt mitreden dann, ob ein Baum gepflanzt werden darf oder nicht. Es war im Konzept vom Architekt Hertel auch schon ein Baum vorgesehen und ist auf massivsten Widerstand unserer Altstadterhaltung gestoßen. Das möchte ich noch einmal formhalber sagen. Wir haben ja nicht gesagt, wir machen keine Bäume, sondern die Wanderbäume wären auch eine Lösung, weil massiv vom Denkmalamt geheißen hat, da gibt es keinen Baum. Und jetzt fragen wir nur einmal und schauen wir, wie die Rechtsposition des Bundesdenkmalamtes in Bezug auf einen gepflanzten Baum am historischen Steirer Stadtplatz ist. Wie auch immer, ich kann euch nur sagen, ich bin ja nicht der Freund des Bundesdenkmalamtes, das dürfte da bekannt sein, die sind Gesetz. Und ich schicke sie euch dann, wenn ihr sagt, das machen wir trotzdem, wenn die sagen nein. Da wird es dann lustig. So viel nur zum Rundherum von dieser Geschichte. Aber schauen wir mal, was die Experten sagen zu den Wanderbäumen. Meine persönliche Wahrnehmung, und ich bin viel am Stadtplatz, im Gegensatz zu anderen, dass die Wanderbäume gar nicht schlecht funktionieren, auch schön ausschauen und gut Schatten spenden. Natürlich kann ich sagen, ich möchte einen super Ahorn mit großer Krone, weil dann möchte irgendwer am Stadtplatz bei 40 Grad unter diesem Baum sitzen, weil es so heiß ist. Dann sage ich, warum geht der nicht in den Schlosspark? Ich weiß, die Logik erschließt sich mir nicht. Oder einen Meter runter am Enzke. Also das ist sowas von an den Haaren herbeigezogene Themen zum Umweltschutz, einen großen Baum, der Schatten spendet, weil wir verbrennen alle am Stadtplatz, wenn es einmal 40 Grad hat. Es ist niemand gezwungen und es kauft bei 40 Grad, auch wenn ein Riesenahorn da steht, auch niemand eine Jeans am Stadtplatz, weil niemand einkaufen geht. Und es setzt sich auch niemand unter diesen Baum, ist meine bescheidene Meinung. Aber wir sind schon bei der Abstimmung. Außer es hat sich noch jemand zu Wort gemeldet. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir zur Abstimmung. Bitte, kommen wir zur Abstimmung über den Abänderungsantrag mit dieser Ergänzung, dass auch logischerweise die Stadtgärtnerei mitredet und auch noch ihre Expertise abgeben kann. Ich betone noch einmal, das ganz Entscheidende dabei, das überholt jede politische Diskussion, ist das, was das Bundesdenkmalamt sagt. Nur einmal, du verstehst das, du willst es nicht verstehen. Nein, wir haben uns durchgesetzt, aber nach 30 Jahren, wenn wir uns 30 Jahre diskutieren müssen mit dem Bundesdenkmalamt, ob wir einen Baum da pflanzen, da wünschen wir uns viel Glück. Ich sage noch einmal, das Bundesdenkmalamt ist Gesetz, nur damit das klar steht. Wir kommen zur Abstimmung über den Abänderungsantrag mit dieser Ergänzung der Stadtgärtnerei. Wer dafür ist, bitte ein Zeichen mit der Hand. Sind wir dagegen? Stimme Enthaltung? Somit ist der Abänderungsantrag einstimmig angenommen. Bedanke mich. Ja, ich bin noch immer im grünen Bereich.